In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung in Bezug auf diese beiden Klemmen von Hand konstruiert, dafür, dass dieser Widerstand hier unten veränderlich ist. Das würde ich jetzt ganz gerne in diesem Video nochmal zeigen, wie man das mit einem Netzwerksimulator wie LTSpice macht. Dazu muss man hier mit dem Schalter ein neues, mit diesem Knopf ein neues Schaltbild anlegen und braucht dann einen Widerstand. Den drehe ich erstmal so, dass der in diese Richtung zeigt. Widerstand R1, Widerstand R2. Dann brauchen wir noch eine Kapazität, einen Kondensator, den auch so drehen, dass der in diese Richtung zeigt. Das wird die Kapazität. Ups, mit Escape kommt man wieder aus diesem Menü raus. Und dann brauchen wir noch eine Spannungsquelle, die ist jetzt so ein bisschen schwieriger zu finden. Die findet man hier unter Component und unter Voltage, denn wir brauchen eine Spannungsquelle, die uns diese Schaltung anregt. Und jetzt zoome ich mal so ein bisschen, dass ich die hier drunter packen kann. So, mit der Space-Taste auf der Tastatur kriegt man das immer wieder so gezoomt, dass es halt den Bildschirm gut ausfüllt. Jetzt muss das Ganze noch verdrahtet werden. Also einmal die Masche außen ringsrum. Dabei schön darauf achten, dass sozusagen diese Anschlusspunkte verschwinden und hier müssen jetzt Lötpunkte entstehen. Dann brauchen wir noch eine Masse in dieser Schaltung, einen Bezugsknoten für die Knotenspannungsanalyse, die da im Hintergrund abläuft, oder die modifizierte Knotenspannungsanalyse. Den packe ich mal hier hin an das negative Potenzial dieser Quelle. Und dieser Knoten, das ist jetzt hier unten in der linken unteren Bildecke zu sehen, der hat die Nummer 0. Der hat die Nummer 1, der hat die Nummer 1, der hat die Nummer 2, das ist hier der Bezugsknoten. Dem Knoten hier, dem gebe ich jetzt mal noch einen Namen und nenne den mal UQ, weil das unsere Quellspannung ist oder der unserer Quellspannung entspricht. So, dieses Label hier auch einmal ran verdrahtet. Jetzt müssen wir den Bauelementen noch Werte geben. Dem Widerstand, der hier soll mal 1 Ohm groß sein. Ja, also hier wurde ja diese Ortskurve einfach nur qualitativ gezeichnet, ohne Werte. Jetzt brauchen wir natürlich hier irgendwelche Werte. Der Kapazität gebe ich auch mal 1 Farad mit. Und dieser Widerstand, der soll ja variabel sein. Deswegen bekommt der jetzt hier sozusagen eine Variable. Und die Variable nenne ich R2 für den Widerstand R2, und damit das eine Variable ist oder eine Variable wird, muss die so in geschweifte Klammern. Und die Quelle soll jetzt keine Gleichspannungsquelle sein, sondern eine Wechselspannungsquelle. Das stellt man bei Advanced ein und gibt ja hier eine Amplitude von 1 Volt mit, zum Beispiel. So, und jetzt müssen wir noch sagen, dass dieser Widerstand R2 hier sich verändern soll. Das kriegt man hin über so ein Step-Command. Ich zeige mal einmal kurz in der Hilfe, wo man das findet, unter Punkt Step. Da ist das beschrieben, was man dort einstellen muss. Und wir wollen jetzt hier so einen Parameter haben und diesen Widerstand, und der soll sich ändern. Also gehe ich einmal auf hinzufügen, und dass wir eine Spice-Direktive hinzufügen und sagen, wir wollen jetzt so einen Widerstand schrittweise ändern, und zwar in logarithmischen Schritten, mit logarithmischer Schrittweite, diesen Parameter R2, und der soll sich mal ändern von 0,001 Ohm, von 1 Milliohm bis 1000 Ohm bis 1 Kiloohm. Das passt sicherlich ganz gut, und zwar mit 10 Schritten pro Oktave. Und das packen wir jetzt einfach irgendwo mit hin. Und damit ist eigentlich alles für die Schaltung gesagt. Jetzt müssen wir noch sagen, jetzt soll simuliert werden. Das machen wir mit einer AC-Analyse und mit einer Liste von Frequenzen. Und in dieser Liste von Frequenzen steht nur eine Frequenz drin. Und das Omega soll mal 1 sein. Das Omega ist ja die Kreisfrequenz. Und die Frequenz wäre dann eben diese Kreisfrequenz durch 2 und durch Pi. Also wenn das Omega 1 ist, dann ist die Frequenz 1 durch 2 Pi. Und deswegen schreiben wir jetzt hier 1 durch 2 Pi hin für die Frequenz. So, und dann sieht man, dann simuliert das schon munter vor sich hin. Ich zoome mal hier unten noch ein bisschen und schiebe mir mal diesen AC-Befehl hier so ein bisschen dahin, wo der sich nicht so mit dem anderen überschneidet. Und jetzt ist hier oben schon ein Plotfenster aufgegangen.
Und jetzt kann man hier oben hingehen auf Add Trace und kann sagen, was wir jetzt mal plotten wollen. Und zwar wollen wir mal als erstes die Admittanz-Ortskurve plotten. Und die Admittanz wäre ja sowas wie der Gesamtstrom, das ist der Strom, der durch die Quelle fließt, das ist das hier, durch die Spannung von der Quelle und das ist die Spannung an diesem Knoten UQ, das ist diese Spannung hier. Und ich zeige gleich nochmal, dass der Strom eigentlich in die falsche Richtung fließt und deswegen brauchen wir noch ein Minus davor, um die Stromrichtung umzukehren, weil der Stromfluss für T-Spice in dieser Quelle halt auch von Plus nach Minus ist und nicht von Minus nach Plus, so wie wir das einzeichnen würden. Um diese Richtung umzukehren, brauchen wir dieses Minus davor. Hier unten sieht man das, wenn man da drauf geht, sieht man, dass der Strommesser den Strom in die andere Richtung zeigen lässt. Und wir wollen ja den Strom haben, der so durch diese gesamte Schaltung durchfließt. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier oben ein Diagramm. Das zeigt uns aber diese Admittanz, Gesamtadmittanz der Schaltung an in Abhängigkeit des Widerstandes. Wir wollen das jetzt aber natürlich als eine Ortskurve haben, also klicken wir hier mal drauf und wechseln diese Darstellung von einem Bode-Diagramm auf ein Nyquist-Diagramm. Ein Nyquist-Diagramm ist sozusagen eine Ortskurve. Und ja, dann sieht man nicht mehr so wirklich, wo man jetzt einen kleinen Widerstand hat und einen großen Widerstand hat. Das kriegt man hin, indem man hier drauf klickt und dann sieht man, also hier ganz am Ende, das ist da, wo wir starten mit dem 1 Milliohm. Und wenn man sich jetzt die Kurve lang bewegt, dann wird hier der angezeigte Widerstand immer größer und immer größer. Und dann wandern wir hier in diesen Punkt rein, der so aussieht, wie wenn der auf der vertikalen Achse liegt. Das liegt aber an der Skalierung hier unten. Das sind ja sozusagen Kilosiemens. Wenn ich jetzt mal versuche, diese Skalierung hier so ein bisschen anzupassen, so dass der Maximalwert, sagen wir mal, bei 10 liegt und die ein so ein Tick bei 0,1, bei 0,1 vielleicht ein bisschen wenig, bei 1 und die Achse startet halt bei 0, dann sieht man, dass diese Kurve tatsächlich erst bei 1 startet und bei 500 Millisiemens. Also ja, die Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung ist so eine Gerade, die in reelle Richtung zeigt. Hier wäre der Widerstand ganz groß, hier an dem anderen Ende wäre der Widerstand ganz klein. Und das ist tatsächlich das, was hier auch gezeichnet wurde. Also eine Gerade, die so parallel zur reellen Achse liegt. Hier ist der Widerstand ganz groß, hier hinten ist der Widerstand ganz klein. Auf die gleiche Art und Weise kann man jetzt auch noch die Impedanz-Ortskurve natürlich plotten. Dazu mache ich mal hier ein neues Plotfenster noch darüber und sage, in dieses Plotfenster soll jetzt genau das Umgekehrte geplottet werden. Also minus die Spannung durch den Strom, der durch die Quelle fließt, wieder minus, um diese Richtung umzukehren. Und Spannung durch Strom ergibt natürlich jetzt eine Impedanz. Und dann sieht man, diese Impedanz ergibt, wenn ich das mal groß mache, ergibt genau sowas wie so ein Viertelkreis, der so nach unten zeigt und der durch den Koordinatenursprung geht und der hier diesen Punkt trifft, wo, naja, 1 Ohm sind und minus J 1 Ohm. Die 1 Ohm ergeben sich eben von diesem Widerstand hier. Die minus J 1 Ohm ergeben sich genau von dieser Kapazität. Und auch wenn man hier wieder jetzt mal draufklickt, stellt man fest, das ist der Punkt hier unten, wo die Widerstände immer größer werden. Und der Koordinatenursprungspunkt ist der, wo der Widerstand R2 ganz klein wird, wo man eben in einen Kurzschluss reinlaufen würde. Und das ist auch genau das, was hier gezeichnet wurde, genau diese blaue Ortskurve hier. Hier ist der Widerstand R2 ganz groß und hier im Koordinatenursprung wird der Widerstand R2 immer kleiner und geht gegen 0. Und das zeigt sehr schön, dass man solche Ortskurven natürlich nicht nur von Hand zeichnen und konstruieren kann, sondern eben auch mit Hilfe eines solchen Netzwerksimulators und auch dort eben grafisch darstellen, plotten und auswerten kann.